Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Philia und wir spielen Mass Effect 3. Und wir machen uns jetzt auf den Weg in die Citadel, denn ich weiß, dass ich das nicht gefunden habe, was ich da gesucht habe. Nämlich diese... Was war das? Ich hätte da eine Marke finden müssen. Ich habe nämlich gerade mal kurz gegoogelt, weil ich dachte, ich will wissen, ob ich das jetzt geschafft habe oder nicht. Ich habe es natürlich nicht geschafft, ein Dogtag oder sowas zu finden. Oder eine, keine Ahnung, Hundemarke auf Deutsch. Irgendwas hätte ich finden müssen von dem Sohn, aber habe ich nicht gefunden. Aber es gibt immer noch die Möglichkeiten, das finde ich sehr gut. Ich kann das kaufen. Irgendwo. Sie dürfen andocken, Normandy. Okay. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ja, ich möchte gerne zu den Botschaften. Ich muss zu den Botschaften. Ich muss zu den Botschaften. Okay, auf jeden Fall gehe ich da jetzt mal kurz. Ich glaube, das war in diesem Spectre-Laden, oder? Huch, Entschuldigung, wollte ich nicht umlaufen. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Na, ich habe ja gesucht, aber das war wohl leicht zu übersehen. Habe ich mir auch sagen lassen. So, ich glaube, hier kann man Sachen kaufen. Bin mir gerade nicht so sicher, ob das hier war. War das irgendein Terminal hier? Nee, da nicht. Hier? Da. Haha. Seht ihr? Da kann ich mir die Informationen kaufen. So. Und jetzt kann ich den Quest abschließen. Habe ich jetzt halt ein bisschen, ich sag mal, Lehrgeld für zahlen müssen, ne? Aber passt schon. So. Dann gehen wir doch mal zu dem netten Herrn und schließen diese Quest auch erfolgreich ab. Yes. Guten Tag. Ja, ich habe schon einmal mit ihm gesprochen. Haben Sie ihn gefunden? Ich fand seine Leiche in den Slums of Benning. Er hat sich für seinen Trupp geopfert. Ich verstehe. Sie empfinden Schuld. Dabei sollten Sie sich durch sein Opfer geehrt fühlen. Mir geht es jedenfalls so. Vielen Dank. Was? Keine gute Nachricht, aber hey, besser als gar keine Nachricht und ein Leben lang in Unwissenheit zu leben. Es tut mir leid. Okay. So, wir haben Sachen gekriegt. Yay. So, jetzt gucke ich mal gerade. Ich will nicht in den Kodex. So, was war denn hier nochmal? Wo war nochmal das mit dem... Warte, Blue Suns? War das das mit dem... Genau, Oraka. Blue Suns. Oh Gott. Okay. Wir haben jetzt also immer noch die hier. Wir müssen immer noch irgendwelche Waffen finden. Ich weiß gerade nicht, haben wir das getan? Ich weiß, ich glaube nicht. Wo war der denn? Der war ja hier im Präsidium Unterhaus. Wir können ja auch nochmal rumgehen. So. Ein bisschen sich die Geschichten hier anhören, wie sie weitergehen. Ich kann ja mal kurz so machen. Ist aber nichts dazugekommen, ne? Wir können mit Arya reden, aber das bringt, glaube ich, nichts. Hey, muss ich dem noch irgendwas geben? Ich hatte Pläne, nach Irune zurückzukehren. Aber die Geschäfte führen mich immer wieder hierher. Wenn man alles berücksichtigt, ist es vielleicht am besten so. Was ist denn nochmal in Irune? Buch von Plenix. Da hätten wir auch mal hingehen können. Ein Volus auf der Citadel? Das ist doch der hier, oder nicht? Oder ist es ein anderer? Egal. Ah, okay. Wie geht's eigentlich mit den beiden, mit dem Liebespärchen hier? Oh, was ist denn? Achso. Ist jedes Mal das auf Neue. Hey. Wo führt das denn jetzt hin? Solltest du es nämlich nicht ernst meinen, dann müssen wir reden. Das sind zwei verschiedene Dinge. Du bist mir wichtig, aber ich... Es ist nicht gut, sich von einer Beziehung in die nächste zu stürzen. Irgendwo muss ich mich aber hinstürzen. Wenn ich mich von ihm trenne, verliere ich meine Lebenspartnervergünstigung und dazu gehört auch mein Apartment. Autsch. Okay. Dann solltest du dir vielleicht zu deiner eigenen Sicherheit eine Rückzugsstrategie zurechtlegen, bevor du es ihm sagst. Ich dachte, das hätte ich. Und ich habe unsere gemeinsame Zeit sehr genossen. Aber... Ja. Ja. Okay, damit ist diese Beziehung auch zu Ende. Okay. Da waren ja auch noch welche, die sich unterhalten haben. Ich glaube nicht, dass ich das noch länger machen kann. Ich weiß, was Sie meinen.
Ich hatte gedacht, unsere Ausbildung würde uns auf alles vorbereiten, aber das... Jedes Mal, wenn diese Asari-Elite-Soldatin mich sieht, fängt sie einfach an zu schreien. Inzwischen höre ich es sogar schon, wenn ich versuche zu schlafen. Eigentlich soll ich ihr helfen, aber ich habe das Gefühl, ich zerstöre ihre Welt jedes Mal wieder, wenn sie mich sieht. Ist das die, die es da... Es ist nicht ihre Schuld. Jeder Mensch würde wahrscheinlich im Moment diese Reaktion bei ihr hervorrufen. Nein, ich habe die Akte über die Kolonie gelesen, von der sie kommt. Das Mädchen, von dem sie ständig redet. Wir sehen uns sehr ähnlich. Ich sollte da eigentlich gar nicht mehr rein dürfen, um zu helfen. Hatten wir das Gespräch schon? Ich weiß es gar nicht. Aber das ist doch, dann ist das doch die, die da in im Huerta-Krankenhaus sitzt. Oh, voll tragisch. Okay. Ah, Mann, mit dem, ich brauche ja Waffen, ne? Wenn Sie keine neue gefunden? Quelle für Waffen für C-Sicherheit finden, stelle ich selbst eine Einsatztruppe gegen die Blue Suns zusammen. Ich arbeite dran. Ich besorge die Waffen, General. Ich begrüße Ihre Bemühungen, Commander, aber ich war schon zu lange untätig. Ich kann nicht mehr einfach nur zusehen. Die Frage ist echt, wo kriegen wir diese Waffen her? Die Matriarchen werden dir nichts tun. Schon gar nicht mitten in diesem verdammten Krieg. Meine Berichte zeigen nur wenig Aktivität des Asari-Militärs gegen die Reaper. Komm schon, du weißt doch, wie die Asari arbeiten. Infiltration und Sabotage. Aber gegen Reaper-Streitkräfte ist das... Ich weiß. Ungefähr so sinnvoll wie Titten an einem Hanar. Zum Glück haben wir für die schwere Arbeit die Turianer und die Kroganer. Unsere Leute sind einfach nicht für die vorderste Front gemacht. Warte, dieses Gespräch hatten wir schon. Da kann ich mich auch dran erinnern. Okay, pass auf. Ich hab... Oh nein. Wir müssen jetzt noch eine schwere Aufgabe erledigen. Oh Mann. Warte, bin ich hier überhaupt richtig? Ach, darunter muss ich so. Falsche Etage. Ach, das ist der mit den Waffen. Ich weiß nicht, kann ich mal mit dem reden? Sie sind zurück. Hier, ich habe da einiges für Sie. Oh! Sehr gut, Commander. Ich habe das gefunden, was er brauchte. Ich werde C-Sicherheit sehr glücklich machen. Ah, super. Ich habe das gefunden, was er wollte. Ich wusste nicht mehr, was es war. Deswegen, gut, sehr gut. Dann können wir ja doch mit Osaka reden. Egal, dem Typen halt. Alle Einnahmen von heute kommen den turianischen Kriegsbemühungen zugute. Entschuldigen Sie. Es tut mir leid. Aber Sie müssen sich das anhören. Oh, blaue Rose von Ilium. Wenn diese bescheidenen Worte dich erreichen, habe ich mich bereits zu meinen Ahnen gesellt. Nein. Nein, 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 nein. Mein Traum war, an deiner Seite zu weilen, ein Unkraut neben deiner Schönheit, das dich in der warmen Sonne Tuchankas umrankt. Ach, Char. Aber auch wenn ich meine letzten Tage mit dem Krant verbringen muss, statt mit deiner Zärtlichkeit, so werde ich mich dennoch an deinen Geruch und die sanfte Berührung deiner Blüten erinnern. Mögen meine zerschundenen Knochen eine Mauer rund um deinen Garten bilden, damit du und die Blume, die wir gemeinsam gepflanzt haben, in Sicherheit wachsen können, auf dass ihr stark werdet. Danke. Ich sollte... Ich muss gehen. Bist du schwanger? Dann geh doch. Oh, das war jetzt gerade so romantisch. Ich bin ganz sprachlos. Oh Mann, mir tut das voll leid. Die haben wir ja quasi seit dem ersten Teil mit irgendwie, ja, verfolgt. Hi, Edina. Ist es an der Zeit, zur Normandie zurückzukehren? Ich erhalte mit zunehmender Häufigkeit unsittliche Anträge. Das hatten wir schon. So. Ja, den können wir jetzt mit Osaka reden. Nicht Osaka, das ist was anderes. Commander, mir hat gerade ein Schwarzmarkthändler gesagt, dass er erstklassige Waffen an C-Sicherheit spendet. Er wollte, dass Sie das wissen. Sie haben's geschafft. Und die Blue Suns können weitermachen. Wir konzentrieren uns auf die Citadel-Verteidigung. Das bringt Pelevin nicht zurück, aber immerhin. Danke, Commander. Sehr gut. So, was haben wir jetzt? Wir können nicht mehr mit dem reden, okay. So, dann heißt es jetzt im Klartext, wir können mit... Warte mal. Also der wird jetzt... Der ist jetzt... Mann! So.
Das heißt auch im Klartext, wir können jetzt erstmal zu... Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber wir können ja zu Aria mal gehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir das müssen oder ob wir so die Quest schon abgeschlossen haben, aber theoretisch haben wir ja jetzt alle rekrutiert, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Ich kann diesen Auftrag nicht mehr lange ertragen. Hast recht. Die Leute tun so, als wäre gar nichts. Nein, das ist nur ihre Art, mit dem Krieg klarzukommen. Was mich fertig macht, sind die widerlichen Kriegsgewinnler. Profit zu machen mit den Leben, die der Krieg vernichtet. Das ist krank. Die betrachten das als normales Alltagsgeschäft. Und manche machen eben mehr Geschäft als sonst. Ich hasse es, dass sie damit durchkommen. Und wir sitzen tatenlos hier, während auf Pelevan im großen Stil gestorben wird. Wir könnten bei C-Sicherheit kündigen und nach Pelevan gehen, um bei den Kriegsbemühungen zu helfen. Wir könnten deine Familie suchen. Du? Bei den Geistern? Das würdest du tun? Wir sind Partner, oder nicht? Natürlich würde ich das tun. Macht ihr das auch? Oh Mann, das ist ja voll spannend. Jetzt will ich das gerne wissen. Muss ich irgendwann nochmal wiederkommen. Na du, habe ich deine Sachen gefunden? Ich glaube schon, ne? Sonst könnte ich dich jetzt ansprechen. Dann gehen wir mal hier rein. Ein bisschen abdancen wieder. Hat jeder was zu trinken? Ja? Erhebt euer Glas, Jungs! Auf Bilal Osoba! Nur ihm ist es zu verdanken, dass ich noch atme. Bilal Osoba, ein wirklich tapferer Mistkerl. Hört, hört! Hört, hört! Bilal Osoba? Okay. Was denn, glauben die etwa, ich will männliche Tänzer? Asari sind für mich völlig in Ordnung. Nein, sie... Auf Ilium habe ich mal was gesehen. Am Anfang war sie angezogen wie eine Elite-Soldatin, aber am Ende... Nur so viel. Seitdem habe ich bei Schrotflinten immer komische Gefühle. Oh Gott! Nein, das Problem ist, dass du eine Frau bist. Was zum Teufel? Ich... Mann... Dieses Gespräch ist voll awkward. Und es zieht sich ja jetzt schon über mehrere Tage. Das ist noch awkwardiger. So, dahin ist Aria, aber ich bin mal kurz... Huch, was war das? Was war das? Ein komischer Dance-Move. Okay, hier kann man aber nichts machen, ne? Kann man mit James reden? Wenn wir wieder auf der Erde sind, zahle ich. Dein Schatten war gerade weg und jetzt ist er da. Jetzt habe ich Angst. Warte, den habe ich aber was gegeben, ne? Ja, habe ich. Bla, bla, bla. Die haben nichts für mich. Oder ich habe nichts für die. Okay, pass auf. Dann gehen wir jetzt mal zu Aria. Mal gucken, ob wir da jetzt irgendwie den Quest abschließen müssen oder ob das jetzt einfach nur total lächerlich war, dass ich hier hingelaufen bin. Wer kommt denn da? Ich komme hier. Bluesums, Bloodpack und Eclipse stehen unter meiner Kontrolle und werden kämpfen, wenn sie bereit sind. Und? Haben sie etwas auf dem Herzen? Nö. Also über Omega können wir noch nicht reden, beziehungsweise können wir schon reden, aber die, ja, die, das DLC habe ich noch nicht runtergeladen oder noch nicht gekauft, dementsprechend, ja, können wir da noch nicht so viel machen. Aber, meine neue Einsatztruppe? Was genau habe ich bekommen? Eine Armee, die unsauber kämpft, die all das tut, was ehrenhafte Militärs nie erwägen würden. Super. Eclipse-Max und Vorture-Legionen sind ideale Kandidaten als Frontkämpfer bei Bodenoffensiven. Mit Sicherheit die Mühe wert, die sie dafür investieren mussten. Das hoffe ich, weil wir haben es nämlich auf gutem Wege gelöst. Wie Sie meinen, Aria. Kommen Sie mal vorbei. Wann bin ich doch gerade? Okay, pass auf, denn da oben können wir nichts machen außer tanzen, ne? Ja, gut, dann, was können wir denn jetzt machen? So, okay. Wir können ja gerade nochmal gucken. Logbuch. Wir haben noch Irune. Ach so, das ist okay. Irune, was ist das? Cerberus-Angriff. Okay, das ist ja wieder Tuchanka. Dann ist das Tuchanka und das ist Tuchanka. Okay, ach, das ist noch ein Cerberus-Angriff auf Tuchanka und es ist dieses Schiff abgestürzt. Aha, okay. Dann haben wir hier noch was zu finden. Ein Techniker im Purgatory of the Citadel. Ein Techniker im Purgatory? Verbessertes Energieraster. Das war doch die Dame, die da steht, oder? Nee, das war die... Ich weiß nicht, habe ich die schon gefunden? Im Präsidiumsunterhaus? Wandern Salarianer? Keine Ahnung. Und dann noch Balavon.
rekrutieren Sie, was, so Shadowbroker mitgeteilt, im Dranex-System. Kroganischen, okay. Das heißt, ich könnte nochmal versuchen, ein bisschen rumzufliegen und die zu finden. So. Das ist einfacher. So. Okay. Dann machen wir das doch mal. Theoretisch verlassen. Also das eine ist ja irgendwie da in der kroganischen DMZ. Was ist denn DMZ? Egal. Da irgendwo. Und ohne, dass wir jetzt nach Tuchanka fliegen, weil das möchte ich einen Moment aufbewahren, weil mir wurde gesagt, dass ich das kann. So. Hier haben wir uns noch nichts gescannt. Uns noch nichts gescannt, vor allen Dingen. So, jetzt müssen wir mal nach Dranek. Ich weiß halt nicht. Ah, okay, gibt mehrere. Dann gehen wir mal nach da. Dranek war doch, glaube ich, das, wo das von Balavon war, oder? Ich habe etwas gefunden. Huh, okay. Ein Frack mit Treibstoff. Okay, schön, freut mich. Da, das sieht cool aus. Das ist doch bestimmt das. Okay, okay, okay. Jetzt kommen sie. Das nervt ein bisschen da unten. Hallo? Ah, okay. Ich war nicht nah genug dran. So. Okay, da können wir was scannen. Da. Upp. Das easy peasy. Und, was habe ich gefunden? Killertrupp des Shadow Broker. Okay. Das heißt, wir haben das von Balavon jetzt mal geschafft. So. Jetzt gehen wir wieder hier raus. Jetzt fliegen wir einfach mal nach Nith, weil wir sind gerade um die Ecke. So. Weil da kann man ja auch was scannen. Oh, das war ein Planet hier. Okay, wie sieht's aus? Reaper aufmerksamkeitsmäßig. Okay, ist hier was? Nein, natürlich nicht. Wo sind die anderen Planeten? Ja, die kommen jetzt, ne? Nein, kommen nicht. Okay, da ist noch ein Planet. Okay. Die Reaper kommen nicht. Oh, ich habe mich gerade erschreckt. Signal bestätigt. Ah, da. Scheiße. Raus hier. Upp. Ausweichen erfolgreich. So, jetzt weiß ich, dass man das ja irgendwie steuern kann, je nachdem, wo die Schnauze hin zeigt. Deswegen würde ich sagen, so. Auch wenn da die Reaper jetzt kommen. Oh nein, das ist nicht so ganz richtig. Upp. Oh, toll. Okay, supi. Aber das sind alle. Okay, raus hier. Tschüss. Reaper umgangen. So, okay, dann haben wir da 100%. Yes! Okay, jetzt können wir hier bestimmt auch noch scannen. Ich habe nur Angst, wenn ich das als nächstes hin muss. Ne, das lassen wir noch hier. Das machen wir, nachdem wir hier mit Tuchanka das gemacht haben. So. Warte, ich tank mal kurz auf. Wir haben es ja. Oh, warte. Ich sollte in der Nähe bleiben. So. So, und jetzt fliegen wir. Was war das? Iri. Oh Gott. Wie hieß das? Das ist natürlich jetzt schlau hier. Petranebel, Pferdekopf. Wo finde ich das denn? Da ist nur 85%. Da ist ja nichts. Würgeschlund haben wir 100. Das haben wir 100. Da haben wir 100. So, die haben wir noch gar nicht. Gehe ich von aus. Da haben wir aber 85. Komm, wir nehmen mal das. Weil irgendwo muss ja irgendwas sein. Wir haben ja... Ich weiß noch nicht, wie hieß das jetzt nochmal? Untrail? Warte mal, wir haben doch nur 5... Ah, da unten. Vula, okay. Das kommt mir aber nicht bekannt vor. Egal, wir scannen das jetzt einfach mal. Machen wir einfach sowas. Oh, hier ist viel zu scannen. Okay. Ja, läuft. Da ist was. Okay. Hopp. ULG-Sprung erfolgreich. Nein, falsch. Egal. Noch sind wir schneller. Ist das wahrscheinlich sowieso nur ein... Ja, okay. Danke. Haben wir jetzt 100%? Wir haben 100%. Raus hier.
Erfolgreich. Also ich war mir eigentlich sicher, dass ich hier 100% hatte und jetzt kommen Treibstoffdepots, die das dann wieder, ich habe keine Ahnung, tauchen die im Laufe des Spiels auch mal auf oder ist das jetzt, habe ich das wirklich einfach übersehen? Okay, pass auf. Warte, ich will mal ganz kurz. Logbuch, wie heißt das nochmal? Irune. Oder ist das vielleicht, vielleicht ist das auch eine Nebenmission, die wir dann, wo wir noch gar nicht hin können. Das kann natürlich auch sein. Nee, warte, hier, das war das. Nee, das haben wir ja jetzt. Wo sind denn die hier? Also da steht ja auch jetzt nicht, dass die irgendwo speziell zu finden sind. Fortfahren bitte. Keine Ahnung. Wir gehen mal kurz. Hier stehen ja keine Prozentsätze, aber da kann man doch theoretisch auch Sachen entdecken, auch wenn die Reaper da nicht sind, oder? Petra. Guck mal, da ist doch irgendwas. Was ist denn da? Ach, das ist die Grissom Academy. Aber hier, da steht halt nirgendwo was mit Prozenten. Würde mich ja jetzt mal interessieren, ob es trotzdem hier Prozente gibt. Ich glaube, ich habe das hier schon alles gescannt. Kann das sein? Ich glaube, ich habe hier schon alles gescannt. Oh Mann, ich mache alles doppelt und dreifach, das nervt. Aber es ist halt irgendwie doof, wenn man nicht weiß, wo man suchen soll. Und ich weiß halt auch nicht, ob ich eventuell nachher noch irgendwelche Sachen freigeschaltet bekomme, wo ich hin muss. Also wisst ihr, was ich meine? Ob da jetzt noch irgendwelche Galaxien freigeschaltet werden, wo ich dann diese Wärmeleitsensoren und sowas finde oder ob ich die jetzt wirklich hier aktiv gerade finden kann, ob ich diese Quest wirklich gerade machen kann. Das weiß ich halt nicht. Ist hier irgendwas? Ich will es gerade nur testen. Nö. Irgendwie nicht. Also wohl nicht. Keine Ahnung. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz auf die Citadel und geben diesen einen Quest ab. Und ja, dann fällt mir eigentlich nichts anderes ein, als was wir dann in der nächsten Folge... Ich weiß halt nicht, ich habe halt jetzt heute nicht mehr so die Zeit, da diesen Quest anzugehen. Deswegen würde ich sagen, dass ich dann irgendwie nach Tuchanka fliege. Nur ich weiß nicht, was ich da als erstes machen soll. Aber ich habe sowieso, glaube ich, 4 Folgen aufgenommen. Das heißt, für diese Woche reicht es erstmal. Dann könnt ihr mir ja dann vielleicht Tipps geben, wann, was ich dann als nächstes machen soll. Deswegen fliege ich jetzt erstmal auf die Citadel und die letzten 8 Minuten verbringen wir noch auf der Citadel. Und dann könnt ihr mir ja mal sagen, ob ich wirklich warten muss, bis ich diese Dinge finde oder ob ich die jetzt einfach hier irgendwie finde und nicht finde. Wisst ihr, was ich meine? Nee. Okay. Sie dürfen andocken, Normandy. Okay, ich möchte... Benötigen Sie ein Transportmittel? Warte mal. Ich möchte gerne ins Präsidium Unterhaus. Ich brauche ein Taxi zum Präsidium. Steht umgehend zur Verfügung. Vielen herzlichen Dank. So, okay, dann... Wir haben doch... Doch, wir haben das von Balavon jetzt, ne? Oder von... Ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Hi. Ich habe diese Soldaten aus dem Gebiet der Reaper gerettet. Ausgezeichnete Arbeit. Der Shadow Broker hat mich autorisiert, Ihnen einen Finderlohn für die Sicherheit seiner Wachen anzubieten. Und jetzt, da unser Geschäft abgeschlossen ist, muss ich mich um andere Dinge kümmern. Auf Wiedersehen, Commander. Und wenn Sie gestatten, viel Glück. Danke. Okay, schön. Haben wir hier noch Pistolenmaterialien? Ultraleicht. Das ist interessant, aber dann ist ein Mod ja weg, ne? Oh, Fische. Schön. Und solche Sachen. Ach, das sind... das sind Verbesserungen. Bessere Verbesserungen. Oh Gott. Waffenschaden. Kanala Export bietet Ihnen Produkte für Sicherheit und Seelenfrieden. Okay. Ich habe keine Ahnung, was hiervon gut ist. Komm, wir kaufen das jetzt einfach mal. Auch in Krisenzeiten möglich. Und die Fische auch, weil es nur einfach nicht gerade da sind. Waffenstabilität ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich bin, so. Die ist schon geil, aber eigentlich... Naja, ist eigentlich nur ein Beauty-Produkt. So. Wie geht's denn euch hier? Ich denke,
denke, ich werde mit ihm Schluss machen. Es lief schon nicht gut, bevor er in den Einsatz geschickt wurde. Und wenn ich vorgebe, mich über die Videos zu freuen... Das ist weder ihm noch dir selbst gegenüber fair. Gerade mitten in diesem Kriegswahnsinn verdienst du es, glücklich zu sein. Und das bin ich nicht. Ich muss ehrlich zu ihm sein. Dann musst du es ihm sagen. Ist das der Anfang des Gesprächs? War das der Anfang des Gesprächs? Ich glaube schon, oder? Das war doch der Anfang des Gesprächs. Das ist schon so lange her. Mann, sie sehen schrecklich aus. Ich wette, dass Sie viel schlimmer aussehen als ich. Mag sein. Haben Sie von dem Chemiebrand und den Kindern aus Ebene E24 gehört, die letzte Nacht eingeliefert wurden? Ich hatte Dienst, als Sie ankamen. Scheiße. Es tut mir leid. Ich hätte das nicht erwähnen sollen. Falls Sie irgendwas brauchen. Ich möchte nicht darüber reden. Ist das jetzt auch schon wieder ein neues Gespräch? Oh, ich bin verwirrt. Okay. Mal gucken, ob die von der blauen Rose noch da steht. Irgendwie schon, dabei will sie doch gar nicht. Egal. Was haben wir denn hier? Können wir auf... Aber ich habe nicht mehr so viel. Wir lassen das einfach mal. Sie redet auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Was haben wir denn hier noch? Ich kann mir ja nichts leisten, ich weiß, aber... Schädeltraumasystem. Kopfschussschaden um 20%. Okay. Interessante Dinge, die man hier kaufen kann, wenn man mehr Geld hätte. Ich hoffe, ich muss nochmal Geld verdienen hier. Dringend. Dringendst. Okay. Ja. Pass auf. Hier gibt es sonst nichts mehr zu entdecken. Warte, wir können noch mal ins Huerta-Krankenhaus. Ich möchte gerne die Geschichte... Also in diesem Augenblick Turiana und Allianz für Sie? Ich schicke der Allianz eine Glückwunschkarte. Und was die Turianer angeht, nun, ich bezahle meine Steuern. Das ist widerwärtig. Nein, widerwärtig sind die Steuersätze für Geschäftsleute auf Tessia. Wie ich Ratsherr Udina schon sagte, wenn ich scharf darauf wäre, mich von den Asari über den Tisch ziehen zu lassen, hätte ich Venesia zurückgerufen. Der ist irgendwie... Der verbuggt sich in sich selber. Der hat seine Arme verschwinden in ihm selber. Das ist eklig. Und der Typ ist eklig. So, pass auf. Wir gehen jetzt nochmal zum Huerta-Krankenhaus, weil da gibt es ja auch noch die Geschichte von dem Typen, der sein Bein verloren hat und die Geschichte von der Asari, die ich, glaube ich, auch noch nicht zu Ende gehört habe. Und da möchte ich doch gerne wissen, wie es da weitergeht. Und da wir jetzt nur noch 3 Minuten haben, ist das doch die perfekte Chance, das zu nutzen. Irgendwie komme ich vor, als hätte ich nichts geschafft. Ich bin von der Farm entkommen und floh in die Hügel. Das Bauernmädchen habe ich mitgezogen. Ich wollte nur noch die Nacht überstehen. Niemand hätte mehr tun können. Aber dann kam der Morgen. Kein Shuttle. Und dann kam der Nachmittag. Dann wieder Nacht. Und ich verstecke mich vor den Husks und diesen Turianer-Dingern. In der Akte steht, das Evakuierungsteam hat angenommen, dass ihre Position überrannt worden war. Und nach 2 Tagen habe ich immer noch keine Waffe. Denn die von den Turianer-Dingern kann man nicht benutzen. Mir wird klar, dass das Shuttle nicht mehr kommt. Außer ich gehe zurück zu der Farm und meinem Funkgerät. Und das Bauernmädchen? Sie war bei mir. Hat sogar ein paar Husks getötet. Mit einem Stock. Achso, ich dachte, es geht weiter. Mann, ich will wissen, wie es weitergeht. Das ist voll spannend. So, jetzt, warte, dahin war doch noch der Typ mit dem... Alles gut? Gut. So, da hinten hier doch war das Gespräch, oder? Sie können mein Bein aber ersetzen, oder? Ja, aber der Klongewebeersatz dauert Monate. Sie werden eine Prothese brauchen. Oh nein. Ich empfehle dringend, vor der Operation mit unserem Psychiater zu sprechen. Och Mann, ich dachte, da käme noch mehr Gespräch zustande, aber gut. Ich wollte eigentlich nur mal da reingucken und muss direkt überall gegenlaufen. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, geht die Geschichte dann weiter? Mist! Ich hätte es gerne gewusst, wie es weitergeht. Naja gut,
dann nicht auf Lager kaufen wir. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich mache jetzt hier eine kleine Pause und hoffe, dass ich in der nächsten Woche vielleicht dann dazu kommen würde, das DLC zu schaffen. Machen wir mal hier so. Das DLC zu schaffen, also mit Dr. Bryson oder wie das heißt, das soll ich ja möglichst an einem Stück aufnehmen. Wenn das das ist, ich glaube, das ist das, ne? Und das werde ich dann auch versuchen. Das schaffe ich heute leider nicht. Aber, ja, ihr könnt mir ja mal Tipps geben, was ich denn auf Tuchanka als erstes machen soll, wenn ich denn die Wahl habe. Ich weiß es ja auch gar nicht. Und eventuell könnt ihr mir auch sagen, ob ich, diese Wärmeleitpaste, wollte ich gerade sagen, Wärmeleit irgendwas gedöns da. Also die zwei Sachen hier, die beiden, ob ich die jetzt schon finden kann oder ob ich warten muss, bis irgendwas anderes freigeschaltet wird. Kann ja auch sein. Und das hier gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ist vielleicht so dieses Benning, ja, wo ich da was hätte finden müssen. Wenn ich irgendwann mal auf Irune komme, dann muss ich dieses Buch hier, nach diesem Buch Ausschau halten. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das so ist. Und das hier ist ja Tuchanka, das ist Tuchanka und das ist Tuchanka. Das heißt, wir haben theoretisch alles abgearbeitet für diese Folge. Ich habe vorhin noch gesagt, ich hatte das Gefühl, ich habe hier gar nichts gemacht, aber ich habe eigentlich relativ viel abgearbeitet. Das freut mich. Zumindest an so Nebenkrams. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao!